Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Pick-a-Pie von mir. Ja, heute geht es darum, was du wissen sollst, was wichtig für dich ist, welche Botschaft sollst du hören, was sollst du in Erfahrung bringen. Du hast die Wahl zwischen drei verschiedenen Piles. Pile Nummer 1 haben wir den Landschafts-Jaspis. So sieht er aus. Pile Nummer 2 haben wir den Goldfluss. Und Pile Nummer 3. Hier haben wir den Orangenkalzit. Ich packe wie immer die Timestamps in die Infobox. Vielleicht auch in den Kommentar mal gucken. Und ja, gebe euch die Auswahlmeditation und wir sehen uns gleich im entsprechenden Pile wieder. Bis gleich! Hallo, Pile Nummer 1. Ihr habt den Landschafts-Jaspis gewählt. Und wir gucken mal, welche Botschaft für dich hier gerade ist, worum es bei dir geht, was wichtig ist. Okay, also es geht um eine Bindung, ein Versprechen. Entweder ist es eine Bindung, die du mit jemandem eingehen möchtest. Das kann jemand aus der Vergangenheit sein, der Geist der Vergangenheit. Es kann aber auch sein, dass deine Seele gerade ein Versprechen einlöst. Wir haben ja manchmal Absprachen mit bestimmten Menschen. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Menschen für immer in unser Leben bleiben müssen. Aber es fühlt sich an wie so eine Aufgabe, eine Absprache. Oder du willst dich auch gerne binden. Der Ring steht sehr oft dafür, dass man irgendwo dazugehören möchte, dass man irgendwie im Einklang mit sich selbst leben möchte, aber eben auch so ein Bündnis eingehen. Es kann aber auch sein, dass ein Bündnis der Vergangenheit oder ein Bündnis, das, was du geschlossen hast, oder vielleicht hast du ein Versprechen gegeben und du willst dich an das Versprechen nicht mehr halten, weil du merkst, nee, das ist nicht mehr, was du fühlst, das ist nicht mehr, was du heute denkst. Dann kann es auch sein, dass dich das beschäftigt und gerade vielleicht, ja, dich so ein bisschen quält, weil ich habe auch das Gefühl, das kann auch was Geschäftliches sein. Der Ring kann auch für die geschäftlichen Bündnisse sein, Vertragsverhältnisse und so weiter. Ja, ich glaube, das ist momentan, was von dir abverlangt wird. Ein Glaube. Glaube an dich, Glaube an das, was du möchtest. Glaube daran, dass du Dinge ändern kannst. Wenn du etwas ändern möchtest, kannst du auch dafür sorgen, dass du vielleicht etwas ja, tust oder eben auch nicht tust, je nachdem, was gerade durch deinen Kopf schwirrt. Du hast es auf jeden Fall in der Hand, zwei der Scheiben. Das ist, man wägt ab, ne? Man wägt ab, tut man etwas nicht. Hält man sich daran, verändert man was, spricht man vielleicht nochmal oder macht man einfach nur seinen Weg? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, du gehst auf jeden Fall deinen Weg, egal was andere sagen. Aber du bist eben noch momentan in diesem kleinen Zweifelzustand. Ja, und du darfst auf gar keinen Fall zu einem Bettler werden. Hier haben wir 5 der Scheiben. Also 5 der Scheiben ist definitiv dieses Gefühl von, du suchst nach etwas bei jemandem, der dir das nicht geben kann. Das kann jemand beruflicher Natur sein, das kann ein Freund sein, das kann ein Partner sein oder ein geliebter Mensch, den du unbedingt haben möchtest, der aber vielleicht dir gar nicht diese Liebe und Nähe gibt oder der dir nicht das Verständnis gibt. Auf jeden Fall sollst du nicht betteln. Betteln bitte nicht. Und ich meine jetzt nicht aus dem Ego heraus nicht betteln, weil man soll, wenn man Hilfe braucht, auch um Hilfe bitten. Aber manchmal begibt man sich in Situationen oder hat Kontakt mit Menschen, wo man immer merkt, die lassen einen nie gut fühlen. Die lassen einen immer so fühlen, als ob man nie gut genug ist, als ob alles, was man macht, falsch ist, als ob man sich immer wieder rechtfertigen müsste für seine Lage oder seine Handeln oder seine Taten oder Gedanken. Und du immer das Gefühl hast, du musst was beweisen. Und da, ich habe das Gefühl, hier geht es darum, dass du nichts beweisen musst und dass du dahinter kommen sollst, dass diese Person mit dir Spielchen spielt oder diese Situation nicht für dich gemacht ist. Ja, das ist
Der Cinderella-Schuh, und Cinderella hat den Schuh dagelassen, weil sie keinen Bock hatte, sich die Blöße jetzt zu geben und da zurückverwandelt vielleicht am Schloss Ufo, sage ich jetzt mal, zu stehen, und hat gesagt, weißt du was, piep drauf, wir gehen ohne den Schuh, wir machen unser Ding. So eine gewisse Unabhängigkeit, eine gewisse Selbstständigkeit und auch ein gewisser Verzicht. Manchmal verzichtet man dann eben auf eine Bindung, auf einen Kontakt, auf ein Gehalt, auf ein irgendwas. Und wie gesagt, das packst du jetzt so, wo du dich abgehoben fühlst, ne? Das soll jetzt nicht sein, dass du auf einmal alles hinschmeißen sollst und dein Leben, sondern du sollst auch fühlen, dass sich das gut anfühlt für dich. Und vielleicht wird es sogar Zeit, zur Eiskönigin zu werden. Ich meine, Elsa, jeder, der die Geschichte kennt von der Eiskönigin, die erst, wenn sie sich akzeptiert und akzeptiert, wer sie ist und auch akzeptiert, dass sie jetzt kühl sein möchte und dass sie sich jetzt auch von der Welt ein bisschen distanzieren muss, um sich selbst zu finden. Wenn du das sozusagen gerade brauchst und für dich auch wichtig ist, dann machst du das bitte, ja? Lass dich bitte nicht von irgendjemandem in irgendeine Richtung pushen oder schubsen oder wie auch immer. Du machst das, was für dich richtig ist. Und wenn dich jemand als zu kühl oder emotionslos oder unnahbar oder distanziert oder was auch immer bezeichnet oder dich da irgendwie versucht, ein bisschen anzu Teasern, also manchmal wollen die ja, dass das aus einem so rauskommt, ne? Sie behaupten etwas, damit man sich getriggert fühlt, damit man dann doch wieder reagiert, dass du einfach bei dir bleibst und dich nicht verunsichern lässt, weil ich habe das Gefühl, auch finanzieller Natur findest du, was für dich richtig ist, weil die Scheibenkarten reden sehr oft von dem, was man in die Welt bringt, von der Materie, von dem, was wir auch ausgeben wollen. Und du sollst da ganz bei dir bleiben, dass du dich da nicht verunsichern lässt durch irgendjemand. Deswegen glaube an dich, glaube an das, was du möchtest. Und aber hinterfrage, wer dir so begegnet und wer was von dir will. Ja, es könnte also sein, dass dich jemand nervt. Vielleicht gibt es auch ein Thema, was nervt. Vielleicht, wie gesagt, auch, vielleicht bettelt auch jemand bei dir, will bei dir unbedingt etwas haben, etwas bekommen, will jemand was bekommen und es nervt dich, dass du auch da dem Ausdruck verleihst und, ne? Oder eben zur Eiskönigin wirst und sagst, nö, will ich nicht, oder, ne? Wir sind im Leben, ich sag mal so, Menschen, die uns wichtig sind, mit denen wir eine Bindung eingehen, wo wir ehrlich und aufrichtig miteinander sind. Die sind ehrlich mit dir, du bist ehrlich mit denen. Da kann man sich erklären. Aber da ist auch Verständnis für die Erklärung. Wenn das Menschen sind, die im Grunde genommen nichts mit dir wirklich privat zu tun haben oder die dich kaum kennen, denen musst du nichts erklären. Ich weiß, viele Leute empfinden das als unhöflich, aber ich glaube, dass sehr viele Menschen gar nicht merken mit dem, was sie manchmal machen, dass sie zum Beispiel auf einen zukommen und nerven und drängeln und nörgelig sind, dass sie in der Form ja unheimlich unhöflich sind. Und im Grunde genommen nicht dafür sorgen, dass du dich gut fühlst. Und dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn du zur Eiskönigin wirst, weil alles hat Konsequenzen. Und sehr viele Menschen sehen dann immer nur die Perspektive, dass sie keine Antwort erhalten oder dass ihnen vielleicht irgendwas nicht gegeben wird oder sie vielleicht eine Absage erhalten oder. Aber sie sehen nicht, dass das, was sie tun, nur eine Anfrage ist oder nur ein Versuch ist. Das heißt nicht, dass der Versuch glücken muss und das heißt auch nicht, dass die Anfrage beantwortet werden muss und es das heißt auch nicht, dass derjenige ein Recht auf irgendwas hat. Ja, solange es keine wirkliche enge Verbundenheit ist und selbst in einer Beziehung kann man auch mal sagen, du, ich brauche Abstand. Aber da kann man das sagen, weil der andere, der kennt einen, der versteht einen, der fühlt einen. Und deswegen ganz wichtig, dass man das unterscheidet, weil was ich beobachten und konnte und auch selbst schon erfahren habe, ist, wenn man zum Beispiel in einem sehr toxischen oder auch narzisstischen Haushalt aufgewachsen ist, dann hat man keine Grenzen, was privat und was beruflich ist. Also man verhält sich privat genauso fürsorglich, offen, man möchte alles regeln und organisieren und man möchte die Leute meistens zufriedenstellen, wie man das zum Beispiel auch zu Hause lernen musste. Und da muss man lernen, gerade im beruflichen oder auch im Außen, wo du vielleicht Personen nicht so gut kennst, auch wirklich deine Grenzen zu ziehen, weil diese Menschen dir im Grunde genommen nichts können. Also das sind einfach nur Menschen, die zwar gerade dein Leben irgendwie berühren, aber letztendlich mit dir privat und deinem Zuhause nicht wirklich was zu tun haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du für dich eine Entscheidung triffst, wie du mit etwas umgehst und dass du dich nicht in irgendwelche Ecken drängen lässt oder dir irgendwas nachreden lässt, weil das stimmt nicht. Ja, das ist vielleicht auch etwas, bei dir wird oft deine Ahnungslosigkeit ausgenutzt. Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn Menschen zum Beispiel zum Bettler wären und dich bebetteln, so nennen wir es jetzt mal, und du recht ahnungslos daran gehst und einfach denkst, naja, jemand braucht nur Hilfe, aber du siehst nicht vielleicht zum Beispiel die Absicht dahinter, die wahre Absicht oder vielleicht auch, du hörst nicht auf dein Bauchgefühl, du hörst nicht auf das, was in dir vielleicht sagt, das machen wir jetzt nicht oder das brauchen wir jetzt nicht und du übergehst dich, weil du in gewisser Form sagst, ah, ich weiß es ja nicht. Und ich kann aus Erfahrung sagen, man weiß es.
man weiß es sehr oft, auch wenn man sich das selbst nicht eingestehen will, man weiß sehr oft schon von den ersten Sekunden, Minuten, wie was ist. Und auch wenn man sich das manchmal nicht glauben will, weil da draußen sehr viele Leute sind, die sagen, probier es doch erstmal oder teste doch mal aus. Aber das sind oft keine Bauchgefühlmenschen. Das sind Menschen, die auch mal vor die Wand rennen oder 10-mal vor die Wand rennen. Von denen sollte man sich Tipps grundlegend eigentlich auch nicht geben lassen, weil sie nämlich gar nicht gute Tipps haben, sondern eigentlich nur ihre Lebensweise auf deine packen wollen. Und deswegen immer vorsichtig, wer dir was erzählt, wie er dir was erzählt und wie du dich dabei fühlst. Und das ist, glaube ich, das, wozu man schnell gemacht wird, dieses schwarze Schaf. Wenn man nicht das macht, was andere möchten oder nicht auf die Art und Weise, wie andere das möchten, kann man sehr schnell in dieser Rolle des schwarzen Schafes landen. Aber ich sage immer, schwarze Schafe braucht die Welt. Ansonsten gibt es im Grunde genommen niemanden, der hinguckt. Also es sind immer die, die sozusagen nicht mit der Masse schwimmen, nicht immer das tun, was andere wollen, sich abheben und in gewisser Weise auch einen Blick auf die Sache haben, die oft sehr weise und auch sehr klug ist. Und es wird von anderen oft ja, entweder belächelt oder auch abgewertet, weil wenn du einen Menschen beobachtest, beobachtest du auch alle anderen. Und viele Menschen wollen sich nicht beobachtet fühlen. Viele Menschen wollen nicht kritisiert werden für ihr Verhalten. Viele Menschen wollen auch gar nicht hinterfragen, ob ihr Verhalten vielleicht richtig ist. Also wird dann diese eine Person, die vielleicht was anders macht, sofort zum schwarzen Schaf degradiert, so dass man dieser Person nicht mehr zuhört oder sie nicht ernst nimmt. Und das Wichtigste ist, dass du dir das selbst nicht antust und dich in irgendeiner Form trächtig behandelt, sondern dass du gut zu dir bist und dass du keine Angst davor hast. Weil Menschen gibt es immer, die irgendwas zu gacken haben. Und ich dachte, ich ziehe uns hier noch eine kleine Drachenkarte, damit wir hier noch ein bisschen was reinkriegen. Ja, das bekommst du. Alles wird gut gehen. Also du brauchst keine Angst haben, wenn du dich verhältst, wie du dich verhältst. Und was haben wir noch? Und du bist auch bereit. Du bist bereit, was zu verändern. Ja. Gut, meine Lieben, das ist jetzt das zu Peil Nummer 1. Falls du dich noch zu einem weiteren Peil gezogen fühlst, schau die gerne an. Ich verlinke alles, meine Website, Shop, Reading buchen, mir was spenden und auch gern bei Bastleria vorbeischauen. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Hallo, Peil Nummer 2, ihr habt den Goldfluss gewählt, der einfach sowas von funkelt. Und wir gucken mal, welche Botschaft für dich hier gerade wichtig ist, was wir hier reinbekommen. Okay, also ich sehe, beides will weg. Also wir haben den Heißluftballon, aber wir haben auch das Schiff. Also es geht darum, vorwärts zu kommen, wegzukommen, vielleicht von was wegzuwollen, wegzureisen, vielleicht auch eine Reise an sich. Aber ich merke auf jeden Fall so dieses von etwas wegzugehen, Abstand zu gewinnen, etwas nicht mehr zu nah an sich vielleicht ranzulassen oder Distanz zu gewinnen, um etwas zu verarbeiten. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil gerade wenn wir Themen verarbeiten wollen, da hilft es manchmal nicht, mitten im Tumult zu sein, wo alle anderen vielleicht da sind oder die Menschen, die einem vielleicht geschadet haben, dass man denen vielleicht auch erstmal aus dem Weg geht, weil man kann oft nicht heilen, wenn die dann vor der Nase rumtanzen. Also ich fühle auf jeden Fall den Rückzug, ich fühle den Abstand gewinnen, aber ich fühle eben auch, weil sie beide auch so ein bisschen in dieser düsteren Richtung sind, ist es so eine, dass deine Gefühle auch gelebt und gefühlt werden wollen. Also du sollst nicht vor deinen Gefühlen wegrennen, sondern du sollst sie fühlen und manchmal ist es einem unangenehm und dann will man nicht, dass jemand vielleicht sieht, dass man traurig ist oder depressiv ist oder irgendwas und dann versucht man das zu verbergen, also zieht man sich zurück, damit die Menschen nicht anfangen, wieder erstens ungefragt Ratschläge zu geben und zweitens ja, das auch zu bewerten. Ja, das ist es auch. Bei dir ist es wichtig, dass du in deine Bestimmtheit kommst. Also das heißt, wenn du dich entscheidest für etwas, wenn du etwas tust, dass du es bestimmt tust. Also dass du nicht hin und her überlegst. Und ich meine, man kann hin und her überlegen, überhaupt kein Ding. Aber dass man für sich auf jeden Fall dann irgendwann entscheidet, das ist es jetzt, das mache ich jetzt oder das mache ich nicht. Weil Bestimmtheit ist ganz, ganz wichtig für den Charakter. Wenn man sich entscheidet, hat man dann auch ein bisschen was, was man wie losgelöst hat. Also das merke ich auch, wenn ich Karten erstelle, welches Bild ich jetzt nehme. Da könnte ich manchmal Stunden überlegen, welches nehme ich jetzt, welches ist besser. Sobald ich mich aber entschieden habe und gesagt habe, weißt du was, das ist es jetzt fertig, finito, habe ich es ans Universum abgegeben und die Sache kann dann seinen Lauf nehmen. Und manchmal will man sich nicht entscheiden, weil man entweder Angst vor den Konsequenzen hat oder man denkt, man macht immer das Falsche, aber manchmal muss man einfach tun. Es geht noch nicht mal immer darum, das Richtige zu tun, sondern das zu tun, was ich jetzt momentan so anfühlt, als ob du es tun solltest. Ja, es könnte auch sein, dass der ein oder andere für sich gerade vielleicht auch
sich vorbereitet auf etwas, was kommt. Es kann auch was Kriegerisches sein, was Kämpferisches sein. Es kann auch einfach nur sein, dass du zu kämpfen hast mit dir. Es gibt ja auch einige, die hier neurodivergent sind in meinen unter meinen Zuschauern, die definitiv auch im Alltag zu kämpfen haben, den Alltag zu bewältigen, mit kleinen Dingen oft nicht zurechtkommen, weil das Leben so überwältigend ist und ihr System einfach Dinge anders verarbeitet, sodass jeder Tag ein Struggle sein könnte. Das kann auch ein Thema sein, was gerade hochkommt, dass einem das immer mehr bewusst wird, dass man nicht funktioniert wie andere, dass man nicht so tickt wie andere und dass es automatisch auch schwerer ist als für andere. Aber du wirst deinen neuen Weg gehen. Wir haben ja den Narr. Also du wirst jetzt. Du wirst deinen Weg gehen und du brauchst doch keine Angst haben. Die Dinge werden sich, wie gesagt, auch noch aufzeigen, wie, wohin, warum, weshalb. Aber so eine gewisse Leichtigkeit wird auch kommen. Aber hier habe ich auch eine gewisse Bestimmtheit. Ich finde immer, der Narr ist so eine, du weißt, wo dein Weg lang geht, selbst wenn hier die Klippe kommt. Du gehst trotzdem weiter, weil du weißt, du bist getragen, du bist geführt, du bist gestützt oder du wirst gestützt und du brauchst keine Angst davor haben. Das könnte sein, dass dich das entweder begleitet. Zum einen haben wir das Thema hier so ein bisschen liegen und schlafen und ausruhen. Ich habe das Gefühl, das würde dir ganz gut tun. Und wenn das momentan deine Tagesbeschäftigung ist oder jedes Mal, wenn du von der Arbeit kommst oder was auch immer, du bist müde, ausgebrannt, dann gehört das gerade dazu. Werde ich nicht dagegen. Gleichzeitig ist das hier bei mir die Pechmarie. Also das heißt, es könnte sein, dass du gerade in einer Phase bist, wo du mehr machst als andere und dir das auch bewusst gemacht wird. Oder du, es fällt dir das erste Mal auf, dass du immer ackerst und machst und mehrst. Andere weniger tun, mehr Lob kassieren, mehr Anerkennung bekommen und dass du auch merkst, du solltest dir genauso wie die Pechmarie einfach mal Ruhe gönnen und weniger machen. Weil es ist ein Irrglaube zu sagen, mehr bringt auch mehr. Ja, oft kann auch mehr genau dieselben Ergebnisse geben, also für andere. Du kriegst nicht mehr Anerkennung, nicht mehr Wertschätzung und du verausgabst dich und dein Körper ist total ausgebrannt und müde. Und es ist wichtig, dass du dir definitiv Ruhe gönnst. Ja, und das denke ich auch, diese, ne, das ist unsere kleine Meerjungfrau, die zur Menschen geworden ist und der Ursprungsgeschichte von Hans Christian Andersen, da hat sie ja ne, die, man sagt, sie läuft, wie als würde sie auf Rasierklingen, glaube ich, laufen, so. Wird das eine Geschichte erzählt und so fühlt sich vielleicht momentan noch an. Jeder Schritt, der nach vorne geht, fühlt sich schwer an, fühlt sich behäbig an. Deswegen geht es vielleicht auch langsam vorwärts, was überhaupt nicht schlimm ist. Du sollst ja nicht pushen oder irgendwas, aber ich habe das Gefühl, du sollst, wenn du auch Schmerzen hast, definitiv auch mehr auf dich achten, ob das jetzt wirklich gesundheitlich ist oder psychisch oder auch die Mischung aus beiden. Ich glaube, den Weg, den du gehst, ist ein schwererer, als viele andere gehen. Ich glaube, dass du sehr viel Leid im Leben erlebt hast und das kommt jetzt auch wieder hoch. Ich glaube, dass du grundsätzlich einfach eine sehr sensible Seele bist, die sehr viel spürt und aufnimmt und deswegen auch viele Schritte sich blutiger, sagen wir mal, anfühlt als andere. Die würden das gar nicht mitbekommen. Das, was du wahrnimmst, was Menschen vielleicht von Energien abgeben oder wie sie manchmal mit Menschen umgehen, wie sie mit Menschen manchmal reden. Es gibt so viele Menschen, die lassen ihre Wut an anderen aus. Die nehmen das mit zur Arbeit, die nehmen das mit in die Beziehung, in die Familie, die verarbeiten ihre Themen nicht, die nehmen, gehen nicht in die Therapie, die nicht selbst reflektiert und die lassen einfach ihren ganzen Stunk an anderen aus. Und wenn man dann was sagt und sagt, hey, lass doch deinen Mist nicht an mir oder anderen aus, dann ist da übelst ein Drama, dass man ja überdramatisch ist, aber du bist nur jemand, der spürt einfach das und auf dich sollte genauso Rücksicht genommen werden. Und ich finde auch, dass es so eine Zeit ist, in die wir kommen, wo wir das auch sagen dürfen und wo wir vielleicht komisch sind, aber wo es wichtig ist, sich selbst ernst zu nehmen. Das könnte jetzt entstehen in der Zeit oder vielleicht die ganze Zeit ist es schon Begleiter. Ich sage immer, Wut ist hervorragend. Gerade Female Rage, also der Wut der Frau auf die Generation, was Frauen durchmachen mussten, was sie erleiden mussten, was sie ertragen mussten und dass es Zeit wird, einen Wandel reinzubringen. Das ist, glaube ich, eine Grundwut, was viele Frauen in sich manchmal tragen. Sei es, dass sie es mitbekommen haben durch ihre Familie oder dass sie zusehen mussten, wie ihre Mutter leiden und schuften musste oder wie sie sehen, dass andere dasselbe Schicksal erleiden. Und ich habe das Gefühl, das ist grundsätzlich so eine Wut, aber es ist auch eine Wut, dass das Leben so ein Kampf ist. Ich habe auch das Gefühl, dass es dass es manchmal, dass ihr merkt, dass das Leben anderer scheinbar leichter ist. Ich glaube nicht, dass es wirklich leichter ist. Ich glaube, dass die sich auch sehr viel aufbürden, was sie nicht tun müssten. Aber das machen viele auch freiwillig. Deswegen, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine schwerer ist, aber du fühlst Dinge, wo andere dran zerbrechen würden. Das würde ich schon sagen, dass du definitiv mehr einsteckst und mehr aushältst als manche andere und dass du deswegen auch mehr Rücksicht auf dich nehmen solltest. Ja, deine Präsenz hier auf Planet Erde macht Sinn. Also falls du darüber nachgedacht hast, ob das Sinn macht, dass du da bist,
Ich weiß, einige von euch fragen sich das regelmäßig. Es macht Sinn. Und entweder gibt es Dinge, an denen du noch festhältst, die du eigentlich loswerden möchtest, vielleicht auch bestimmte Pechmaries in deinem Leben, dass du vielleicht da irgendwie ein Thema hast. Entweder Menschen, die dich benutzen und du hältst aber daran fest, weil du denkst, es ist Familie oder sind Freunde oder kenne ich lange oder ne, kann ich vielleicht nichts gegen machen, das könnte was sein. Oder du hältst daran fest, dich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten, dass es dir leichter fällt, vielleicht von was wegzugehen, als es zu klären oder ne, für dich zu verändern. Manchmal hält man auch an seinen eigenen toxischen Mustern fest, einfach weil man es gewohnt ist und weil man oder anders, ich habe zwei Gedankengänge. Der erste Gedankengang ist, dass man an toxischen Sachen festhält, zum Beispiel, dass man sich immer aufopfert, dass man immer alles klären will und dass man sich immer rechtfertigen will und immer alles richtig machen will und dass man das eigentlich gar nicht braucht. Oder eben, und dass man eben an Menschen festhält, an Situationen, an Gegebenheiten, weil man denkt, oh, wenn ich was verändere, dann wird vielleicht mein Leben schlechter. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, du sollst wütend sein, du sollst dem auch Ausdruck verleihen, du sollst nicht von etwas zwanghaft wegrennen, aber wenn es dir kurz Hilfe gibt, oder hilft, von was wegzugehen, ist es supi. Aber du sollst dich durchsetzen und du sollst definitiv das machen, was sich für dich richtig anfühlt. Und selbst wenn du sagst, ich suche das Gespräch nicht, ich habe so lange gekämpft, ich habe keine Lust mehr, ich ziehe mich jetzt zurück, ist es genauso richtig. Es gibt auch Menschen, mit denen kannst du reden, da hast du das Gefühl, du redest alleine und alles, was aus deinem Mund kommt, ist im Grunde genommen, kommt nirgends an. Der andere bleibt bei seinem Standpunkt. Da kannst du noch so oft dich erklären, rechtfertigen. Der andere wird immer noch denken, dass er richtig gehandelt hat. Und da kann man dann sich zurückziehen und merkt dann einfach, nee, hier gibt es keinen Weg, hier gibt es keine Klärung. Weil es gibt immer so Menschen, die sagen dann immer, ja, man kann alles klären? Nein, man kann nicht alles klären. Also ich weiß nicht, was ihr für Menschen kennt, aber in meinem Leben oder grundsätzlich habe ich auch schon bei vielen Menschen das sehen und beobachten können. Es ist nicht alles klärbar. Von einem selbst vielleicht, aber der andere Mensch muss mitziehen und wenn der nicht mitzieht, dann klärt sich da gar nichts. Und nur reden heißt nicht Klärung. Ja, sich gegenseitig was erzählen heißt nicht Klärung. Deswegen, du leidest definitiv mehr als andere und das tut mir auch unheimlich leid, aber es ist, ich weiß nicht, warum es momentan so ist, aber es ist ein Teil deines Lebens. Ja, das ist ganz wichtig. Sag es, tu es. Also wenn du was nicht machen willst, dann mach es genauso. Wenn du was machen willst, dann mach es. Handel, deswegen auch die Bestimmtheit. Nicht mehr hin und her rodeln. Und was haben wir noch? Glaube an die Kraft in dir. Und ich glaube, das ist auch so was. Ich glaube, du weißt, dass du Kraft hast. Ich glaube, du weißt, dass du Dinge kannst. Aber manchmal vergisst man das. Und manchmal verliert man sich in dem, was man über sich gelernt hat oder was andere über einen sagen. Und das ist ganz wichtig, sich wieder auf sich selbst zu besinnen, sich selbst auch wieder wahrzunehmen und dann festzustellen, hey, eigentlich muss ich einen Piep auf andere geben. Ich kann einfach mein Ding machen, auch wenn es schwerfällt. Ja, gut, ihr Lieben, das ist jetzt das zu Peil Nummer 2. Falls ihr euch noch einen anderen anschauen wollt, schaut ihn gerne an. Ich verlinke wieder alles, wie ihr ein Reading buchen könnt auf meiner Website, wie ihr mir was spenden könnt, geht auch über YouTube. Und ja, schaut auch gerne bei Bastleria vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut! Hallo, Peil Nummer 3, ihr habt den Orangenkalzit gewählt und wir schauen mal, welche Botschaft hier für euch drin ist. Also ihr seid auf jeden Fall schon mal die, die hier abgeholt werden. Was auch immer ihr gerade durchmacht, es ist tiefgründig. Es hat was mit eurem Seelenplan zu tun. Es hat was damit zu tun, dass ihr euch selbst erkennen sollt. Ihr fühlt euch wahrscheinlich auch wie Außerirdische, die hier nicht richtig hergehören. Vielleicht sucht ihr auch nach Menschen, die euch ähnlich sind und ihr guckt in die Gesichter der Menschen, energetisch gesprochen, findet euch aber selbst gar nicht. Man sagt zwar, dass in jedem Menschen irgendwo was drin ist, was auch in einem drin ist, aber man muss auch immer das relativieren. Ich glaube schon, wenn man Menschen begegnet, dass man vielleicht bestimmte Anteile nicht lebt, die die Person lebt. Also jemand zum Beispiel nimmt sich alles im Leben und du selbst hast nie gelernt, dir irgendwas zu nehmen, dann kann es sein, dass du in dem Moment lernen sollst, dir auch zu nehmen. Vielleicht nicht in dem Übermaß wie die Person, die dir das gerade zeigt, aber dass du auf jeden Fall dir da ein bisschen was von ab gucken kannst. Die andere Person wiederum kann dann von dir lernen, nicht mehr so viel zu nehmen und vielleicht auch im Leben sich ein bisschen zurückzuhalten und mehr zu geben. Und ich glaube, also das jetzt nur als Beispiel, ne? Ich glaube nicht, dass wenn Menschen in unser Leben kommen und uns zum Beispiel mies behandeln, wir automatisch auch
schlechte Menschen sind, sondern es ist oft ein Zeichen dafür, dass wir uns selbst mies behandeln. Oft aber auch gelernt durch Menschen, die uns mies behandeln. Ich finde immer, das ist so eine lange Kette. Es kommt immer darauf an, wie du in deiner Kindheit geprägt worden bist, ob du Trauma erlebt hast, ob du Schicksalsschläge hattest, die tiefgreifend dann einwirken in deinen ganzen Organismus, in deinen Kopf, in dein Gehirn, in was auch immer. Und wenn du so aufgewachsen bist zum Beispiel, dann bist du viel anfälliger für Menschen, die dir schaden können, als wenn du in einer gesunden Familie aufgewachsen bist, wo alles supidupi war. Deswegen ist es auch immer entscheidend, wer begegnet dir wann, wie, wo, weil hast du schon eine Grundspiegelung in der Kindheit erfahren, also dass alles in Frage gestellt wurde, dir selbst kein Wert beigemessen wurde, du immer kritisiert wurdest, vielleicht ignoriert wurdest und du keine Wertschätzung für dich finden konntest, dann kann es sein, dass du immer wieder mit Menschen in Kontakt kommst, die dir keine Wertschätzung geben oder die, wo du immer wieder an die Grenze kommst, wo du merkst, oh, ich wertschätze mich nicht und deswegen lasse ich mich überhaupt so behandeln. Deswegen gebe ich diesen Menschen immer wieder eine Chance oder deswegen suche ich immer wieder die Aufregung, das Kribbeln oder was auch immer, obwohl es vielleicht hochtoxisch ist. Das ist das, was du in dir trägst, aber was du, glaube ich, auch haben darfst. Du bist jemand, der ist ein sehr hoffnungsvoller Mensch. Ich glaube, du siehst das Gute in Menschen. Du siehst auch das Gute auf der Erde und dann gibt es wieder Momente, wo du denkst, wirklich, warum bin ich nur so? Sollte ich wirklich das Gute sehen oder mich einfach nur abholen lassen? Und ich habe das Gefühl, dass das immer so hin und her schwankt, weil du, glaube ich, spiegelhafte Erfahrungen hast oder machst, die sehr schwer sind von der Energie her und die dir Schmerzen zufügen. Und gleichzeitig siehst du aber auch wieder das Gute auf der Welt, der Natur, der Tiere. Und ich glaube, dann ist immer so ein Schwanken zwischen, ne, gibt es noch eine Zukunft für mich oder war es das jetzt? Das ist, wo du dich momentan befindest. Wir haben die kleine Startprinzessin, das heißt, Dinge entwickeln sich. Da lodert eigentlich ein Feuer, eine Flamme. Du willst Dinge in die Welt bringen und tragen. Kreativ sein, leidenschaftlich sein, verspielt sein. Ich glaube, das ist gerade im Beginn wieder los, also es ist ein Beginn, loszugehen, losgetreten zu werden. So wollte ich das eigentlich sagen. Ja, wir haben auch den Wagen. Der Wagen sagt ja, du wirst eigentlich losrollen und du willst losrollen, du bist aber noch nicht da. Also du bist noch nicht angekommen, wo du möchtest, aber du bist eigentlich schon auf dem Weg dahin. Und so fühlt sich das auch an. Du bist jemand, der erkennt, wie die Welt wirklich ist. Ich glaube, du hast schon viele Schattengesichter gesehen, du hast schon viele toxische Menschen gesehen. Du hast wahrscheinlich auch das Toxische in dir gesehen, gelernt, antrainiert, konditioniert und reflektierst wahrscheinlich auch und bist am Lernen. Und ich glaube, da du lernst, hast du halt die Hoffnung, dass andere auch lernen. Nicht immer ist es so. Es gibt viele Menschen, die wollen nicht lernen, denen ist es pupsegal. Die machen einfach weiter mit dem, wie sie sind und die fühlen auch nicht alle Gefühle. Deswegen rennen sie auch vor vielen Themen weg und können deswegen auch nicht wirklich heilen, nennen sich dann geheilt, sind es aber nicht. Und das ist immer sehr, sehr schwierig, Menschen, die sich als geheilt sehen, dass die nämlich sehr oft eigentlich nur vor dem wegrennen, was wirklich noch in ihnen vorherrscht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, bei dir zu bleiben, dich auf dich zu fokussieren und dich von diesen, sagen wir mal, Negativerfahrungen nicht abschrecken zu lassen. Ja, du bist halt ein kleines Rotkäppchen, was schnell mal vom Wolf irgendwie auf die Wiesen, also auf die Blumenwiese geschickt wird, so wie, guck doch mal, da drüben ist was Schönes. Ich könnte mir vorstellen, dass dich Dinge im Leben auch schon abgelenkt haben. Du wolltest vielleicht in eine Richtung gehen und jemand hat dir eingeredet, dass es vielleicht besser wäre, was anderes zu machen. Und ich glaube, dass du irgendwie an einem Punkt in deinem Leben wahrscheinlich schon warst oder immer wieder kommst, wo du wahrscheinlich geprüft wirst, wo das Leben sagt, weißt du jetzt, wer du bist oder weißt du es immer noch nicht? Und es ist nicht schlimm, wenn man noch nicht weiß, wer man ist oder wenn man immer mehr neue Teile bei sich entdeckt. Aber man sollte ehrlich mit sich selbst sein. Ich lerne auch stetig dazu. Ich lerne immer mehr über mich. Ich lerne aber auch, dass Anteile, die ich lebe und gelebt habe, schon immer richtig waren und die sollte ich nicht mehr kritisieren und in Frage stellen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man nicht immer nur Neues dazu lernt, sondern dass man lernt, endlich zu akzeptieren, wer man ist, sich nicht zu entschuldigen, sich nicht zu schämen, sich nicht rechtfertigen, sondern einfach zu sich zu stehen. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt, weil wenn es dann immer mal so jemand gibt, der dir ins Ohr flüstern will oder sagen will, wie was richtig zu sein hat, nur weil er überzeugt davon ist, heißt es noch lange nicht, dass er richtig liegt. Ja, die Prinzessin auf der Erbse finde ich auch ganz gut. Sie spürt und fühlt enorm. Sie ist super sensibel. Andere, würde ich fast sagen, rollen mit den Augen und finden es überdramatisch. Ich verstehe dieses Girl total, die sagt, boah, das war irgendwie, ich fühle es immer noch. Und das ist es. Da, wo andere sagen, oh, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Oh, jetzt ist doch nicht so schlimm. Oh, was hast du denn jetzt wieder? Darüber regt man sich doch nicht auf. Ist dein gutes Recht. Ist dein gutes Recht, dich
so zu fühlen, wie du dich fühlst. Und es ist auch dein gutes Recht zu sagen, wenn was nicht in Ordnung ist, selbst wenn andere die Perle nicht mehr merken oder die Erbse nicht mehr merken und schon bei der ersten Matratze sagen würden, das fühle ich nicht, heißt das noch lange nicht, dass du nicht trotzdem dein Ding machen kannst. Ja, es ist oft so, dass Menschen manchmal auch so einen Konkurrenzkampf verfallen, wer fühlt wie viel und ist es okay, so viel zu fühlen oder ist es übertrieben und dann wird dann auch verurteilt und dann wird gewertet, welche Gefühle sind gut, welche Gefühle sind richtig, was ist wirklich zum Beispiel spirituell. Es gibt einige Menschen, die sagen, wenn du wütend bist, bist du nicht spirituell, absoluter Quatsch. Das ist diese alte Spiritualität, die ich überhaupt nicht vertrete, die total ausgelutscht ist und heutzutage keinen Platz mehr hat. Aber da viele leben noch danach und betrügen dann sich selbst, weil sie sich selbst auch keine Wut erlauben, beziehungsweise ihre Wut auch leugnen, weil in dem Moment, wo sie zum Beispiel jemandem was an den Kopf knallen und sagen, oh, das ist nicht spirituell, sind sie ja auch wütend und können ihre Wut im Grunde genommen in dem Moment noch nicht mal richtig erkennen. Deswegen, du bist jemand, der fühlt, so wie er ist, der darf temperamentvoll sein, der darf sich auch mal aufregen, wenn er möchte, und der soll lernen, dass nicht jeder, der an dein Ohr kommt und dir was ins Ohr flüstern möchte, ob das jetzt wirklich flüstern, schreiben, Nachrichten, reden, was auch immer, heißt nicht automatisch, dass es dein Freund ist. Weil leider, das ist auch meine Erfahrung, suchen manchmal die Menschen den Kontakt zu dir, die dich am wenigsten leiden können. Warum auch immer. Ja, das ist jetzt ein wichtiges Thema bei dir, direkt zu sein, Dinge direkt auszusprechen. Deswegen haben wir hier auch die Stabprinzessin. Das ist auch das, wenn du etwas verändern möchtest, wenn du was für dich bewirken willst, aktiv zu werden. Selbst wenn es noch nicht danach aussieht, dass es total gut wird im ersten Moment, kannst du trotzdem Dinge schon für dich anstreben. Und das ist es auch. Du bist einmal Balsam für die Seele, selbst wenn andere Menschen dir das nicht sagen wollen. Und du solltest aber auch aufpassen, dass du definitiv dich nur mit Menschen umgibst, die Balsam für die Seele sind. Ich weiß, beruflich kann man sich das manchmal null aussuchen, aber dass du versuchst, im Privaten, in deiner Freizeit, in dem, was du für dich gestaltest, so wenig wie möglich Menschen zu haben, die dich nerven oder die dir das Leben schwer machen, weil es ganz wichtig ist, dass du auf dich achtest, weil du bist sensibler als andere und du bist schneller ausgebrannt als andere. Dann gucken wir mal hier noch eine Drachenkarte für dich. Du bist schon ein großes Stück weiter, das fühle ich auch. Also egal wie sehr du dich vielleicht anmeckerst, dass du weiter sein müsstest, du bist schon ein großes Stück weiter. Und das ist auch deine Aufgabe jetzt an dich. Hab dich ganz doll lieb. Ja, du sollst dich also wahnsinnig doll lieb haben und ich glaube, das ist auch gerade wichtig für dich, weil du brauchst die Liebe. Wir suchen oft nach Liebe von anderen. Das ist ja auch gut und schön. Wir sollen ja auch Liebe bekommen, aber manchmal können die einem gar nicht die Liebe geben, die man sich selbst geben kann, indem man sich selbst akzeptiert und sich lieb hat und sich so annimmt, wie man ist. Okay, ihr Lieben, das ist jetzt das zu Part Nummer 3. Falls ihr euch noch einen weiteren anschauen wollt, macht das gerne. Ich verlinke alles, die Website, wie ihr ein Reading buchen könnt, wie ihr mit Spende zukommen lassen könnt, PayPal und YouTube und etc. Und schaut bei Bastelrea vorbei. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut.